Leihwagen Eisenstadt widmet Ihnen die nachfolgende Sendung. Infos auf www.leihwageneisenstadt.at. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Motor TV. Heute zeigen wir Ihnen, was die Helden des Alltags von Land Rover beim Einsatzkräftehilfswettbewerb in Stotzing geleistet haben. Davor gibt es noch die News vom Autohaus Horvath. Das Autohaus Erich Horvath ist seit über 40 Jahren verlässlicher Opel-Partner und seit 10 Jahren auch Chevrolet-Partner. Das Besondere am Autohaus Horvath ist die hauseigene Spenglerei und Lackiererei und das an allen drei Standorten, Eisenstadt, Andau und Stob Süd. Neben den neuesten Opel- und Chevrolet-Modellen gibt es auch stets spezielle Angebote im Autohaus Horvath. Wir haben immer wieder tolle Vorverwegenaktionen. Und das auch in allen drei Betrieben. Als Beispiel nehme ich den Opel Insignia, so wie er hier steht. Der hat einen Listenpreis von 33.000 Euro und als Kurzzulassung bieten wir ihn an um 22.99. Dieser Opel Cascada beispielsweise kostet statt dem Listenpreis von 34.440 Euro als Kurzzulassung nur 25.990 Euro. Der schwarze Chevrolet Cruze statt 22.590 nur 17.990 Euro. Die Schnäppchenjagd kann beginnen im Autohaus Erich Horvath. Ein Auto mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbeschränkung, mit sehr guter Werterhaltung laut Eurotax, vom ÖRNTC als wirtschaftlichstes Auto ausgezeichnet und das alles als Tageszulassung jetzt schon ab 12.999. Sensationell. Der neue Hyundai i30. Jetzt bei Schwarz in Mönchhof. Denzel in Eisenstadt. Dorma in Markt St. Martin. Und Weber in Hochstraß. SMS vorlesen. Die Rennstrecke ist geöffnet. Niki anrufen. Niki wird angerufen. Rund um die Uhr in Verbindung. Der neue Ford Fiesta mit Sync-Sprachsteuerung. Jetzt bei Ford Weintritt in Neusiedl am See und Eisenstadt. Und Ford Strauß in St. Michael. Alle Autos, alle Infos, ein Heft. Alles Auto. Jeden Monat neu. Fate doesn't ask. Could also be me. Or you. Jedes Jahr erleiden rund 130.000 Menschen eine Verletzung des Rückenmarks. Querschnittslähmung muss heilbar werden. Wings for Life. Ihre Spende ist entscheidend. Jetzt neu. Leihwagen Eisenstadt. Für jede Gelegenheit der passende Wagen. Anfragen und Infos auf www.leihwageneisenstadt.at oder telefonisch unter 0650 777 0650. Ein Auto mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbeschränkung, mit sehr guter Werterhaltung laut Eurotax, vom ÖRNTC als wirtschaftlichstes Auto ausgezeichnet und das alles als Tageszulassung jetzt schon ab 12.999. Sensationell. Der neue Hyundai i30. Jetzt bei Schwarz in Mönchhof. Denzel in Eisenstadt. Dorma in Markt St. Martin. Und Weber in Hochstraß. Land Rover veranstaltet heuer zum 5. Mal bereits den Einsatzkräfte-Team-Wettbewerb. 150 Teams von Blaulichtorganisationen kämpfen um den Titel Helden des Alltags. Wie gewohnt fand das Finale im Burgenland in Stotzing statt. Musik.
Mitarbeiter von Feuerwehr, Roten Kreuz, Berg- und Wasserrettung und anderen Organisationen geben täglich alles, um unseren Mitmenschen zu helfen. Und wenn jede Sekunde zählt, wird im Ernstfall auch fahrerisches Können zur lebensrettenden Disziplin. Im Einsatz sind dabei auch viele Fahrzeuge der Marke Land Rover. Vor 5 Jahren, als wir unser 60-jähriges Jubiläum bei Land Rover gefeiert haben, haben wir uns überlegt, was können wir hier für Programme entwickeln. Das war auch ein bisschen so ein Dankeschön an die vielen Einsatzkräfte, Organisationen in Österreich auch widerspiegelt, die ja unsere Fahrzeuge seit Jahrzehnten im Einsatz haben. Und für diesen Zweck haben wir dann eben diesen Bewerb ins Leben gerufen. 150 Teams kämpften in Vorrunden in ganz Österreich um den Einzug ins Finale. Im Nordburgenland treffen nun die 30 Bundesländer-Champions aufeinander. Durchgeführt wird der Wettbewerb mit Unterstützung des österreichischen Roten Kreuz und in Kooperation mit ÖAMTC Fahrtechnik. Das Offroad-Zentrum im burgenländischen Stotzing ist bereits zum 5. Mal Austragungsort. Das Gelände eignet sich bestens von null bis unendlich an Schwierigkeitsgraden, um den Einsatzfahrern viel Sicherheit bei ihrem beruflichen Leben mitzugeben. Jeder Land Rover ist für einen praktischen Zweck gebaut. Sie erledigen täglich die härtesten Jobs in den schwierigsten Terrains und sind dann fahrtauglich, wenn andere bereits an ihre Grenzen stoßen. Auch die Weiterentwicklung der Technik ist dabei hilfreich. Es sind ja die Möglichkeiten, die Fahrer heute von SUVs und Offroad-Fahrzeugen haben, die werden immer unglaublicher und immer mehr. Man kann steiler bergauf, steiler bergab, immer schräger fahren, die Autos werden immer optimaler. Und da helfen den Fahrern natürlich Fahrerassistenzsysteme wie Terra Response, wie die Hill Descent Control, die selbstständig bremst beim Bergabfahren. All diese Systeme haben Einsatzkräftefahrer natürlich auch täglich im Einsatz. Und das unter Stressbedingungen, das darf man nicht vergessen. Und hier ist heute ein Tag, wo wir 30 Teams von allen Einsatzkräfteorganisationen Österreichs hier haben, die im Rahmen der schweren Offroad-Bedingungen, die wir hier haben, heute in Wettbewerbsform diese Systeme unter Stress auch bedienen, lernen und optimal im Berufsleben dann einsetzen können. Im Trailbereich geht es darum, einen sehr engen Parcours fehlerfrei mit einem Defender in einer gewissen Zeit zu durchlaufen. Bei einer weiteren Station wird die Verschränkungsfähigkeit eines Range Rovers gemessen, mit bis zu 1 Meter Radabstand des Vorderrades bis zum Boden. Ungewöhnlich, aber sehr interessant. Von außen werden die Geschicke des Fahrzeugs mit 2 Seilen gelenkt, ohne dass ein Fahrer drinnen sitzt. Ein Bewerb testet die Teamfähigkeit. Der Beifahrer muss dem Fahrer, dem die Augen verbunden sind, einen Parcours ansagen, den er fehlerfrei durchlaufen soll. Die Teilnehmer profitieren auf alle Fälle von diesem Wettbewerb. Man glaubt gar nicht, was diese Fahrzeuge imstande sind zu tun. Mitgenommen haben wir das auf jeden Fall natürlich auch für unsere Einsatzorganisationen, wo wir alle dabei sind. Wir nehmen es natürlich auch für das zivile Leben mit hinein. Also faszinierend war auf jeden Fall für mich der Defender, weil der einfach komplett manuell ist. Der sagt da genau, was er will und was er nicht mag. Natürlich ist ein Discovery auch verdammt interessant, weil er alles im Prinzip selber machen kann. Die beiden Salzburger Clemens Eisel und Georg Zopp von der Freiwilligen Feuerwehr Abersee meistern die einzelnen Aufgaben am besten und dürfen sich jetzt über ihren Hauptpreis freuen. Eigentlich habe ich mir noch nicht erwartet. Wir haben eigentlich ab Platz 9 aufgehört, dass wir daran glauben, dass wir da noch erwähnt werden, und lustigerweise hat es dann doch hingehört. Ihre Heimorganisation erhält einen Land Rover Discovery 4 für 1 Jahr zur Verfügung gestellt. Auch die weiteren Plätze werden mit schönen Preisen belohnt. Eine interessante und sinnvolle Erfahrung hat aber jeder Teilnehmer auf alle Fälle mitbekommen. Und an dieser Stelle haben wir jetzt noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Am kommenden Wochenende, am Freitag, dem 27. und am Samstag, dem 28. September, feiert das Toyota-Zentrum Stifter in Marz 40 Jahre Toyota Stifter. Maria und Hans Stifter freuen sich auf ihren Besuch. Sie können gewinnen, einen Toyota Yaris für 1 Jahr, und ein Jubiläumsgeschenk können Sie sich abholen. Kommen Sie vorbei, machen Sie eine Probefahrt mit den neuesten Toyota-Modellen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe hoffentlich wieder. Danke, auf Wiedersehen. Leihwagen Eisenstadt widmete Ihnen die aktuelle Motor-TV-Sendung. Infos auf www.leihwageneisenstadt.at.